Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Studio im Format Naturmedizin. Ich habe heute meinen persönlichen Mentor da, einen guten Freund, der mich geschult hat, vieles gelehrt hat und vieles ich immer noch nicht verstanden habe. Und deshalb ist es mir eine große Ehre, dass er heute wieder angereist ist, um die letzten Lücken in meinem Wissen noch zu schließen. Und zwar geht es um den Zündfunken des Lebens. Und ich freue mich, wenn ich Sie mit auf die Reise nehmen darf. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch ihn zeigen. Da ist er, nämlich der Heinz Reinwald. Ganz herzlich willkommen. Dr. Heinz Reinwald, große Freude. Ja, vielen Dank für die Einladung. Aber ob ich die letzte Lücke schließen werde, das weiß ich jetzt nicht. Nein, ich bin ein schwieriger Fall, ich weiß es schon. Aber ich habe schon 2.500 Interviews gemacht und ich lerne immer wieder ein bisschen mehr. Ja, also so kleine Schritte. Das ist natürlich toll, ja. Aber jetzt vom großen Mentor und großen Meister wieder was zu hören. Bitte, ich glaube, es geht um die Enzyme, oder? Ja. Und erklär mir mal, wo stecken die, wieso haben wir die, wie kriegen wir die? Ja, vielleicht sagen wir erst mal, was es ist, oder? Gut. Na, was ist eigentlich ein Enzym? Ja. Weißt du das? Ich hätte jetzt gesagt, Enzyme. Ich finde biochemische Ergebnisse von Mineralien. Nein. Also, die sind ganz einfach, also biochemisch betrachtet, sind es Biokatalysatoren, Wirkverstärker, die mit weniger Energieaufwand Prozesse schneller ablaufen lassen und besser ablaufen lassen. Und wie kriege ich die in meinen Körper rein? Wir haben aber tausende von Enzymen in unserem Körper. Die haben wir immer schon. Ohne Enzyme gäbe es keine Stoffwechselprozesse. Deswegen Zündfunke des Lebens. Ein Beispiel, wenn du in deinem Autotank Enzyme drin hättest, dann würde das Auto doppelt so schnell fahren bei halbem Energieverbrauch. Das machen Enzyme. Okay. Das mal ganz kurz. Aber nicht nur. Also ein Turbo-Booster. Ein Turbo-Booster, ja, genau. Und am besten vielleicht kennen die Leute Enzyme, wenn es um Fermentation geht. Ja, ums Bierbrauen, ums Wein herstellen. Also die Menschheit weiß schon sehr lange, dass hier ein Fermentationsprozess abläuft. Man hat jetzt entdeckt auf Göbekli Tepe, also das ist so eine Kultausgrabungsstelle in der Türkei, die ist 12.000 Jahre alt mit großen Tempeln und Kultstätten. Und da hat man Unmengen von Bier und Weizen und solchen Dingen gefunden. Das heißt also, man hat dort schon Bier gebraut. Biochemisch verstanden ist es erst im 19. Jahrhundert geworden. Und zwar durch Antoine Béchamp. Es wird irrtümlicherweise dem guten Louis Pasteur zugeschrieben, aber heute würde Louis Pasteur wohl als einer der größten Wissenschaftsbetrüger durch die Welt laufen. Denn er hat fast alles Wichtige, bis auf eine auch wichtige Ausnahme, von seinem Kollegen Antoine Béchamp abgeschrieben, der die eigentliche Fermentation entdeckt hat und sie auch als erster in der Compte Rendu, also in den wissenschaftlichen Annalen Büchern der Académie Française hinterlegt. Also das ist so ein bisschen zur Aufklärung. Verstanden, biochemisch hat man den Prozess im 19. Jahrhundert durch Béchamp, aber anwenden tut man ihn schon sehr, sehr lange, auch im Joghurt zum Beispiel. Fermentierung von Joghurt. Fermentierung Kimchi ist ein Fermentierungsgetränk. Natto-Käse, Natto-Käse, Natto-Kinase zum Beispiel als wichtiges Fermentprodukt ist sehr, sehr, sehr heilsam. Und aber was hat jetzt Fermentation mit Enzymen zu tun? Naja, die Enzyme stoßen diese Fermentation an. Aber Fermentation sind doch Bakterien, die eigentlich die Stoffe fressen und dann eigentlich etwas Neues hinten ausscheiden. Das sind alles enzymatische Prozesse, die da ablaufen, nicht? Und genau das ist der Punkt. Wir können auch noch Verdauungsenzyme oder metabolisch-systemisch wirksame Enzyme in unserem Körper mal angucken. Wir kennen sie alle, aber wir denken nicht drüber nach. Beispiel Pepsin. Ja? Es ist das Magenverdauungsenzym. Amylase ist ein Stärkeverdauungsenzym. Lipase,
ist ein hilft bei der Fettverdauung. Wir kennen das aus unseren Laborwerten, wenn die mal nicht stimmen, wenn die Lipase-Werte hoch sind, die Amylase-Werte hoch sind, oh, da stimmt was nicht, das ist vielleicht Entzündung in der Bauchspeicheldrüse, nicht? Dann haben wir noch die wichtigen Eiweiß-Endverdauungs- oder Peptid-Endverdauungsenzyme wie Trypsin, Chymotrypsin, die im Dünndarm wirken. Das sind jetzt mal die großen Verdauungsenzyme. Jetzt haben wir aber auch noch andere Enzyme, zum Beispiel die systemisch regulierend eingreifen. Ja, zum Beispiel in den Wasserhaushalt und Blutdruckregulierungsmechanismus, den ich in einer Sendung beschrieben habe, den sogenannten RAS-Mechanismus, also Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem. Das ist ja jetzt ganz berühmt geworden durch die große Krise, das berühmte Angiotensin-konvertierende Enzym Nummer 2. Ja, das hat ja jetzt große Berühmtheit erlangt. Man hat entdeckt, dass diese Enzyme nicht nur regulativ den Blutdruck und Wasserhaushalt regulieren, sondern eben das gesamte Hormonsystem zusammen mit dem Kinin-Kallikrin-System, das ist wieder eine enzymatische Kaskade, und in Verbindung mit unserem Zentralnervensystem. Also das Thema Enzyme ist ganz wichtig. Also ich habe schon verstanden, warum ich es immer noch nicht verstanden habe. Ja, also das sind jetzt Bioakkumulatoren, ja, oder ja. Biokatalysatoren, Wirkstoffverstärker, Wirkstoffbeschleuniger. Aber das sind, die gehören zum Leben, also die gehören brauchen zum Leben. Ja, da kommen wir noch dazu. Darum sage ich Zündfunken des Lebens. Das ist ein Punkt, an dem wir jetzt mal ein bisschen innehalten müssen. Denn wir haben nämlich verschiedene Klassen von Enzymen. Diese Klassen sind in 7, neuerdings in 8 Klassen eingeteilt. Das sind die Oxidoreduktasen zum Beispiel, also die oxidative Prozesse katalysieren. Dann haben wir die Ligasen, von italienisch ligare, die Dinge verbinden. Dann haben wir die Lyasen, das sind die die Lyse einleiten, die Auflösung zum Beispiel von Molekülgruppen und Bakterien. Dann haben wir die wichtigste für uns jetzt im Gespräch werden wohl sein, die sogenannten Hydrolasen, also die mit Wasser, in Verbindung mit Wasser, Dinge spalten. Und da sind wir jetzt wieder bei den sogenannten Peptidasen oder Proteasen, den Amylasen, den Lipasen. Eiweißverdauung, Eiweißspaltung, die Proteasen, Peptidasen, nicht? Pepsin, Peptidasen, Pepsin. Mhm. Nicht? Und Chymotrypsin und Trypsin hatte ich schon genannt. Jetzt wird es allerdings spannend, denn nochmal vielleicht zurück, Ase am Schluss signalisiert auf jeden Fall Enzym. Hm? Mhm. Nicht jedes Enzym ist aber mit Ase benannt, wie zum Beispiel das Pepsin. Die Oberklasse, Proteasen, ja. Aber das Pepsin oder Trypsin selbst nicht, ist aber trotzdem ein Enzym. Und jetzt kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, okay, Enzyme sind mal Proteine. Nicht alle Proteine sind Enzyme, aber alle Enzyme sind Proteine. Och. Ja? Mhm. So, und jetzt ist man aber, das ist das Kuriose dabei, bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hat ein französischer Arzt, Félix Derel, entdeckt, dass Bakteriophagen, ja, also Bakterion, griechisch Stäbchen, Phagin, griechisch Fressen, also ein Bakteriumfresser ist. Bakteriophagen wiederum sind enzymatische Prozesse. Und man hat dann im Lauf der Erforschung dieser sogenannten Bakteriophagen als Bakterienfresser, was ein Irrtum der Biologen ist, es sind keine Bakterienfresser, da komme ich noch drauf. Es ist ein Irrtum innerhalb des Monomorphismus, die glauben, dass die Bakteriophagen enzymatisch
Bakterien fressen. Felix de Rel hat mit diesen Bakteriophagen eine kleine Wunderheilung vollbracht. Er hat Kinder, die an Ruhr erkrankt waren, sehr schnell geheilt. Die Bakteriophagenforschung, und das ist jetzt der wichtige Punkt, heute nennt man die Bakteriophagen Viren. Ach ja. Ja. Und die Bakteriophagen machen den größten Anteil innerhalb der Klasse der Viren aus. Mhm. Nicht? Und man hat dann diese Bakteriophagen erforscht und in den 50er Jahren gab es das berühmte Hershey-Experiment, in dem ein amerikanischer Wissenschaftler eine berühmt gewordene Bakteriophage vollkommen mit Hilfe von Kältemikroskopie-Technik entschlüsselt hat. Und das ist die sogenannte T4-Bakteriophage. Und diese T4-Bakteriophage ist zu großer Berühmtheit gelangt, weil er sie ziemlich genau mit Detailstrukturen entwickelt hat. Man braucht nur mal ins Internet geben und das eingeben und dann weiß man das. Und dann sieht man auch, wie die abgebildet ist, wie die aussieht. Und man hat aber fälschlicherweise immer noch, oder glaubt heute noch fälschlicherweise, das ist ein Bakterienfresser. Die haben aber, wie gesagt, sehr heilsame Wirkung. Und deswegen sind sie dann verschwunden. Obwohl die Bakteriophagen Modell gestanden haben, Modell für die molekulare Biologie und für die molekulare Virologie, findest du in einem modernen Lehrbuch für Virologie und selbst in der Biochemie-Lehrbuchreihe kaum, in der Virologie überhaupt nicht und in der Biochemie nur noch zwei kleine Unterzeilen unter Bildtexten. Und einige Wissenschaftler fragen sich, ja, warum sind die denn plötzlich verschwunden aus den Lehrbüchern und aus den Zusammenhängen? Nicht? Und der Frage ist eine spannende Frage, denn in den 60er Jahren ist man dann so weit gegangen, dass man gesagt hat, the world is a phage. Die Welt ist eine Phage. Die Welt ist ein einziges Fressen. Heute sagen die Virologen, ja, und da muss ich noch dazu sagen, dass dann natürlich, weil man wusste, dass Enzyme auch zum Beispiel RNAsen, hören wir wieder, Asen, DNAsen, ist davon ausgegangen, dass diese Enzyme, diese sogenannten Viren, am Anfang der Welt standen und praktisch den Aufbau der Welt mitgestaltet haben. Man stand dann allerdings vor einem Problem, nämlich das berühmte Henne-Ei-Problem. Was war zuerst? Das Protein oder die Information, also das Enzym oder die Information, was das Enzym machen soll? Nicht? Und dann haben zwei geniale US-amerikanischen Forscher diese Entweder-Oder-Logik aufgegeben und haben gesagt, sowohl als auch, das Ding kann Enzym und ist Information. Und an dem Punkt müssen wir mal ganz, ganz innehalten. Viren standen am Anfang des Lebens. RNA-Viren. Und heutige Professoren für Virologie lernen, wir leben und gedeihen in einer Wolke von Viren. Mhm. Jetzt, wenn ich das übersetze, heißt es, wir leben und gedeihen in einer Wolke von Giften und pathogenen Krankheitserregern. Ja, also haben die noch einen an der Schüssel oder was? Das ist ein krasser Widerspruch, oder? Das ist ein extremer Widerspruch, genau. Und ich hab dann gesagt, warum? Das ist doch Unsinn. Und das ist das Narrativ, das in der Lehrbiologie, in der Lehrvirologie, in der Lehrmedizin getragen wird. Das ist ein von Angst getragenes Narrativ, das nichts mit der, das ist eine Realitätskonstruktion vom Allerfeinsten. Das ist fast schon kriminell, würde ich das nennen. Also ohne Viren, ohne Bakterien kein Leben? Das ist der Punkt. Und wenn man das jetzt nämlich rückübersetzt auf die Grundlage, dann muss ich zurückkommen zu Béchon, der ja
diese Mikrozyme, wie ich sie nenne, ja, diese winzigsten informationtragenden Enzyme, diese RNA-Enzyme, nicht RNA-Viren, nicht RNA-Gifte, nicht RNA-Pathogene, sondern RNA-informationstragende Enzyme. Und das hat er damals als Mikrozyma bezeichnet. Kleinste Lebewesen, und ich habe das jetzt umformuliert und habe gesagt, wir leben, gedeihen und sterben in einer Wolke von Mikrozymen. Und diese Mikrozyme sind am Auf- und Abbau alles Werdens und Vergehens beteiligt. Mhm. Und das ist der goethische Satz, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es vergeht. Und wenn man das mal verstanden hat, dann sieht man plötzlich diesen schrägen, pathologischen Blick der Schulmedizin, diesen pathologischen Blick einer von Rockefellers Medicine Man gekaperten Biologie und Biochemie. Die haben die Biochemie gehijackt und haben ein Narrativ kreiert, das nichts mehr zu tun hat mit eigentlicher Biologie. Und wenn wir nämlich in diese biologischen Prozesse reingehen, jetzt entdecken sie plötzlich Dinge, zum Beispiel, dass Syncytin ein HIV, HERV gesteuertes Protein ist und Enzym. Syncytin 1 hilft dem Syncytiotrophoblasten, den Syncytiotrophoblasten, der zur Plazenta wird, bei der Anhaftung an die Gebärmutter. Syncytin 2 hilft dem werdenden Leben bei der Einnistung in die Gebärmutter. Und das ist alles von HIV, HERV gesteuert. Also HIV, nicht? Human Immune Deficient Virus, Gift, Erreger, Pathogen. Human Endogene Retrovirales, also doppelte Virus, ja. Einer, der kann auch noch vorwärts, rückwärts, von der Kaulquappe zum Frosch, vom Frosch zur Kaulquappe. Und die fahren natürlich die Toleranz des Immunsystems der Mutter hoch, damit Vater und Mutter als zwei verschiedene Genpools angenommen werden. Das ist keine Gefahr für die Mutter, wenn das Ei befruchtet wird vom Vater. Nicht? Und das sind alles Viren, Anführungszeichen. Also wir müssen unser Narrativ überdenken. Und wir müssen zurück zu dem, was Enderlein zum Thema Bakteriophagen und Viren gesagt hat. Und wenn wir da wieder, ich sage jetzt immer im Monopoly-Spiel, würde ich sagen, geh zurück auf los und nimm da 200 D-Mark und fang von vorne an. Ja? Und das muss ich meinen Herren Wissenschaftlern sagen. Ja? Das ist Wissen von Unwissenden. Die haben ein unheimliches Detailwissen. Sie wissen immer mehr über immer weniger, bis sie alles über nichts wissen. Nicht? Und wenn man Enderlein anguckt, Enderlein hat damals schon gesagt, das ist eine Fehlinterpretation der Monomorphisten, also jene, die glauben, ein Bakterium, eine Wuchsform. Das ist innerhalb des Zyklus, der Zyklode von Protit, Spermid, Bakterium, Pilz, ist das Spermid oder die Chondritform. Und das heißt, es ist Teil dieses Regulationsprozesses. Und Ich denke mal, wenn wir wieder anfangen, auf die gewaltsam durch Rockefellers Medicine Man gekaperten Lehrbücher und die gewaltsam aus dem Kontext gestoßene andere Seite der Mikrobiologie, die bis zur Mitte der 1930er Jahre hier war, wenn wir die wieder mal bereit sind anzuschauen, dann sehen wir plötzlich, dass das biologische Abläufe sind. Ich will ein Beispiel geben, ein berühmtes Beispiel, wo er einem noch berühmteren Mann Ahnungslosigkeit in der Biologie vorgeworfen hat. Also das ist kein geringer als der zweifache Nobelpreisträger Dr. Otto Warburg. Also ich meine, Otto Warburg, schauen wir uns das mal an. Otto Warburg hat ja damals entdeckt, dass
Krebszellen in einen archaischen Modus der noch Sauerstoff verwendenden Gärung zurückschaltet. Also das nennt man anaerobe Glykolyse. Mhm. Also noch unter Anwesenheit von Sauerstoff wird da gegärt. Also 80% weniger als vorher. Mhm. Sauerstoff, weniger Sauerstoff. Und gleichzeitig exprimiert die Krebszelle enorme Mengen an linksdrehender Milchsäure. Mhm. So. Dagegen ist nichts einzuwenden. Es ist völlig korrekt, biochemisch völlig korrekt. Nobelpreis dafür. Wunderbar. Wir therapieren auch danach mit der ketogenen Ernährung. Ne? Zucker weg, denn die Basis für Gärung ist Zucker, Kohlenhydrate. Aber, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, Enderlein hat ihm Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Und warum? Er hat gesagt, lieber Warburg, du verstehst Biologie nicht. Das ist die organische Säure des Mucorazemosus, dieses Obligat parasitären Pilzes, der in unserem Kreislauf des Lebens eine entscheidende Rolle spielt. Und der produziert Milchsäure. Und dann hat er noch das Beispiel von der Zitronensäure gebracht. Er hat gesagt, wir wissen doch, dass die Zitronensäure nicht durch die Zitrone produziert wird, sondern durch ein Pilz, Aspergillus niger, in seiner Bakterienform. Und das hat er ihm vorgeworfen. Er versteht die Zusammenhänge nicht, weil er im Narrativ gefangen ist. Und das ist die gesamte Schulmedizin, die gesamte Biologie, die Lehrbiologie, die Lehrbiochemie, die Lehrvirologie. Sie sind gefangen in einem von pathologischen Erregern und Giften umgebenen Lebenskonzept. Und das ist falsch. Das heißt nicht, dass die hervorragende Arbeit rausbringen. Ne? Das heißt nicht, dass der gute Warburg nicht recht hatte. Na, freilich hat er recht. Aber er hat es nicht verstanden. Und das hat sich dieser Enderlein, Selbstprofessor, getraut zu sagen. Und das wiederhole ich hier und heute und jetzt, weil es endlich mal gesagt werden muss, was hier falsch läuft innerhalb der gesamten Naturwissenschaften überhaupt. Das sind falsche Narrative, das sind Denkgefängnisse, die dadurch entstanden sind, dass bestimmte Personen wie Rockefeller, Rothschild die gesamte Naturwissenschaft gehijackt und gekapert haben. Und das wird alles nach dem Diktat einer organisierten Pharmaindustrie, Pharmakriminalität gemacht. Nicht? Und die Leute an den Universitäten, die kriegen das so gelehrt. Ich habe mir mal so 8 Sendungen für Studenten der molekularen Virologie angehört. Ja, also da kann ich nur sagen, wie gesagt, wir leben und gedeihen in einer Wolke von Viren. Wir atmen und inhalieren Milliarden von Viren, wohlgemerkt. Ja, und wir müssen jetzt nicht alles, was wir einatmen, noch vorher impfen, oder? Es ist genau. Einfach Gott gegeben, es ist normal. Genau, und das sind Enzyme, das sind Mikroenzyme, die bioregulatorisch am Auf- und Abbau des Lebens beteiligt sind. Und wir haben den Tod schon eingebaut mit zersetzenden, Detritus gestaltenden Enzymen. Mhm. Wir haben das Leben in und den Tod. Das sieht man ja auch immer, woher kommt plötzlich die Fruchtfliege? Ja, genau. Ist auch so etwas. Ja, wo ist die her plötzlich? Die ist da schon drin. Ja. Und solche Dinge, die kann man natürlich nicht verstehen, wenn man den Gestaltwandel des Pleomorphismus aus den Lehrbüchern ausradiert bis in die letzte Wurzel. Die Leute wissen, die Biologen wissen nicht einmal mehr, was Pleomorphisten sind.
Und dabei gibt es allerdings, muss ich dazu sagen, Lichtblicke. Es gibt eine kleine Renaissance in den USA seit einigen Jahren. Und auch, ich hoffe, dass ich mit meinen Beiträgen auch hier nochmal einen Schub geben kann, sich doch mit dem Enderlein zu beschäftigen. Ich darf nur auf das geniale Buch von der Dr. Elke Krämer verweisen. Das ist wirklich es liest sich wie ein Krimi, ja. Auch die Vernichtungsfeldzüge von Behörden und Rockefeller beherrschten Institute, das ist enorm. Hm. Ja? Aber wenn man sich mal mit seinen Arbeiten beschäftigt, die nicht leicht zu lesen sind. Hm. Ich habe mal ein Interview mit Wickert gemacht, Herr Wickert. Ja, der war doch auch ein Schüler von einer. Ja, er kannte ihn noch persönlich. Hm. Der Gute, der kannte die ganz großen Pleomorphisten aus den 50er, 60er Jahren noch persönlich. Er ist ja auch so ein Urgestein. Er ist jetzt nicht der Wissenschaftler vor dem Herrn, aber er ist der Praktiker, der ein großes Talent für die Dunkelfeldmikroskopie hat. Wir hätten hier eigentlich schon zwei tragende Säulen für eine neue Medizin, wenn wir uns mehr mit Enderlein beschäftigen würden, aber auch die Erkenntnisse vom Warburg umsetzen würden. Ja, so, das ist genau der Punkt. Den hat man ja auch ausgegrenzt, den Warburg, obwohl er innerhalb des Denkgefängnisses der klassischen Monomorphisten gearbeitet hat. Trotzdem hat man ihn ausgegrenzt, weil es hat kein Geld gebracht. Man wollte in die Genforschung investieren, man wollte aus der Genforschung Medikamente entwickeln und so weiter. Das sind die Ziele dahinter. Mhm. Und darum hat man ihn nicht gebraucht. Um Gottes Willen, Zuckerstoffwechsel, Ernährung umstellen, na, das können wir nicht machen. Ja? Also, was ich eigentlich sagen will, von den Zündfunken des Lebens können wir nur lernen. Und ich muss einen Warburg unbedingt zur Kenntnis nehmen. Ich muss nicht seine Erkenntnisse ausschließen, nur weil ich Pleomorphist bin. Aber ich kann ihn als Pleomorphist kritisieren, dass er keine Ahnung von Biologie hat. Und das hat Enderlein gemacht, mit Recht. Und das mache ich heute auch gegenüber denen, die von Viren sprechen und isolierte Viren suchen wollen und Krankheitserreger suchen wollen, die nicht wissen, dass das alles in einem Shape-Shifting-Prozess abläuft, was in den 1920er Jahren ja alles schon auf dem Tisch war. Ja, die jagen Phantome mit ihrem Isolat. Die jagen Phantome, das ist ja wie Don Quixote und den Windmühlen. Also Entschuldigung, da werde ich emotional einfach und was soll das? Hm. Aber die sind nicht bereit, da gibt's ja das schöne Bonmot vom Kaiser Wilhelm II. Kommt Max Planck zum Kaiser, sagt der Kaiser: Herr Professor Planck, was gibt's Neues? Majestät, kennen Sie schon das Alte? Genauso würde ich das sagen. Zurück auf los, Leute. Macht eure Hausaufgaben. Lest es mal und beschäftigt euch unvoreingenommen mit diesen Dingen. Ja? Genauso wie mit dem Immunsystem. Polly Matzinger hat revolutionäre Gedanken zur Neuinterpretation des Immunsystems. Nicht Freund-Feind, nicht selbst-eigen, sondern Gefahr-Nicht-Gefahr. Also das Immunsystem schießt nicht blind jeden über den Haufen, wie wir sehen beim Geburtsprozess, wenn der Vater mit der Mutter in Liebe ein neues Leben zeugt, sondern das Immunsystem sagt dann, der Bub ist keine Gefahr. Oder das Mädel. Mhm. Nicht? Bin ich tolerant. Ich denke, da spielen spielt die Sichtweise auf die Enzyme eine völlig neue Rolle. Und wir wissen, dass wir mit Enzymen sehr gut regulativ, bioregulativ Heilprozesse in die Wege leiten können. Regulative Medizin. Ich sage jetzt auch Regulationsblockaden, Regulationsstarren können wir mit Enzymen gut neu einstellen. Oder die Phagentherapie, die ja jetzt wieder groß kommt aus Russland. Wenn die mal verstanden wird, dass das nicht Bakterienfressen ist, sondern ein Bakteriensex ist mit den Phagen, die dann ihre RNA mit Plasmiden umrankt. Plasmiden sind extrachromosale Stückchen,
die DNA enthält und die zum epigenetischen Prozess beiträgt, DNA zu verändern im Fließgleichgewicht, und dass die Bakterien wieder auch Gegenregulative drin haben, wie zum Beispiel CRISPR, die Genschere. Nicht? Das heißt, es sind bioregulative Prozesse, die ihre eigene Stop-Go-Feedback-Schlaufe mit drin haben. Deswegen ist es ja auch viel besser, eine Pflanze zu geben, weil sie nämlich ihre Bioregulation mit drin hat, als dass man zielgerichtet Drugs delivered mit Nanotechnologie, noch dazu mit Graphenoxid-Technologie. Nicht? Das ist Kanonenkugelschießen auf molekulare Prozesse. Das ist Zauberkugelmedizin von Paul Ehrlich. Das ist die Bullet Therapy, ne? Bullet Medicine. Die bringt uns nicht weiter. Danke dir ganz herzlich, lieber Heinz. Ich kann zusammenfassend sagen, ich habe wieder ein bisschen mehr verstanden. Und aber auch letztendlich, wir dürfen auch wieder ein bisschen mehr Demut zeigen vor dem Leben, woher das Leben kommt. Vor der Schöpfung, ja. Dass diese Prozesse, die Milliarden Jahre alt sind, sicherlich richtig sind, sonst würde es uns ja auch nicht geben. Und wir nicht alles letztendlich mit Angst beantworten müssen in diesem Sinne. Genau. Herzlichen Dank für diese Aufklärung und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mögen Sie jetzt irgendwie ein Arzt oder Therapeut sein, dann darf ich vielleicht gerne noch den Hinweis machen, sich wirklich mal mit Enderlein zu beschäftigen und zu schauen, ob da nicht das ein oder andere von diesem herausragenden Wissen integrierbar wäre. Hast du noch ein? Ja, also zunächst mal, ich habe auf meiner Science-Homepage natürlich viel Informationen dazu. Wie heißt diese Science? Das ist die drreinwald.com. Science, also jawohl. S-C-I-E-N-C-E. Jawohl. Und dann natürlich auch Ernährungsinformationen zu Enzymen auf unserer Homepage www.drreinwald.de. Da kann man sich echt schlau lesen, da, aber auch Zuschauer, genau, die sich interessieren können. Also auf der DE ist es etwas einfacher für den allgemeinen Gebrauch, und auf der Science natürlich, da gehe ich auch in die Tiefe. Da gibt es auch einen eigenen Blog demnächst, und da gibt es auch genügend Videos inzwischen zur Information und auch genügend Papers. Und ich habe vor, den Enderlein das Archiv oder Teile des Archivs da reinzustellen, zu veröffentlichen. Herzlichen Dank. Muss mir nur noch die Genehmigung holen und dann mache ich das, dass das zugänglich gemacht wird. Ich kann gerne sagen, ich habe noch niemanden gesehen oder mit niemandem gesprochen, der in der Biochemie so zu Hause ist. Nein. Also es ist das schon spannend. Ich muss ich jetzt von mir weisen. Ich bin ein Blinder unter den Einäugigen. ein Einäugiger unter den Blinden, Entschuldigung. Ja. Insofern, diese Leute, diese Biochemiker, die wissen, wie gesagt, sehr viel über immer mehr, bis sie alles über nichts wissen. Und das ist die Gefahr dabei, dass sie am Schluss glauben, das letzte Quäntchen zu durchdringen. Klar. Aber sie haben die Synthesefähigkeit verloren. Ja, aber das ist auch, wenn man immer mehr und noch tiefer sieht und noch tiefer sieht, da sieht man natürlich nur noch die Gefahren und die Risiken und Tunnel, ja, klar. Ja. Herzlichen Dank. Ja. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie da auf eine Reise mitnehmen und Ihnen zeigen, dass das Ganze vielleicht gar nicht so kompliziert ist, wenn man es groß anschaut und wenn man es im Detail anschaut, dann kann es durchaus sehr verwirrend sein und eben auch zu Ängsten hinführen, was, wenn man es aus dem Oben herunter, im Großen heraus sieht, bestimmt nicht so gemeint wäre und auch nicht der Fall ist. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.